Zeug irgendeine Wirkung bei dir? Soll so eine Art Energieschub auslösen, aber bisher merke ich nicht. Also, mal unter uns. Wir hätten mehr Geld verlangen sollen. Sehr viel mehr. Ich bin mir sicher, dass das nicht im Vertrag stand. Aber es lässt sich alles neu verhandeln. Wenn du auch einen Schuss willst, musst du dich unten anmelden. Kann ich aber nicht empfehlen. Kein Zweifel. Sie haben die Antikörper. Vielen Dank. Moment mal, was? Sie sind vielleicht der Schlüssel zur Rettung der Welt, Jake Mueller. Zuerst rette ich mich aber selbst. Schön für dich, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Kommst du? Nach Ihnen. Ja, liebe Leute, Leon und Helena, die wollen uns ein bisschen zu langweilig. Haben mal gedacht, hier nehmen wir die schöne Sherry und Jake Muller oder Müller oder wie auch immer man diesen ganzen Typen ausspricht. Er ist der Sohn eines wahrlich großen Mannes, nur leider ist dieser tot. Wir haben ihn erledigt in Resident Evil 5. Und es handelt sich natürlich um Robin, wie heißt der Typ nochmal? Weiß ich nicht, also den Namen. Edda? Nee. Richtig, Albert Wesker. Achso. Ich wollte schon das Exceller sagen. Exceller? Oder hieß die so? Ja, so ähnlich. Ja, irgendwie so. Ja. So, schauen wir. Ja, wir haben ein bisschen gewechselt hier. Dementsprechend locker ist der Typ halt auch. Halt, naja gut, nicht ganz Weskers Charakter, aber... Oh, jetzt leckt das gerade ein bisschen. Na, jetzt geht's. Ja, leckt das auch gerade. So, dann Robins Internetgeschwindigkeit. Gab's kleine Lecks, also es lag nicht an mir oder so. Jetzt geht's weiter. Nein, natürlich mit überhaupt. Voller Sherry Power. Genau, und wir schreiben den 24. Dezember. Also Jake hat gerade sein Weihnachtsgeschenk bekommen, diese schöne Spritze, die den C-Virus beinhaltete. Und Sherry hat wahrscheinlich die Fahrerlaubnis gemacht. Weiß ich auch nicht, wir sind da vorhin irgendwie so darauf gekommen und das war dann wohl der Auslöser für den C-Virus. Ja. Keine Ahnung, ist ein flacher Witz. Nicht gesehen, ja. Hier immer. Oh. Hier sehen wir schon eine Leiche der BSAA-Truppe, die gleich abtransportiert wird. Das ist sozusagen die Zensierung auf diese Art. Hier werden die Leichen von Vögeln mitgenommen. Die wollen sich ja, die Vögel sind ja infizierte andere Leute. Ja, ja gut. Jetzt schießt hier die ISAA auf uns, das ist natürlich auch nicht nett. So, du hast es jetzt gerade gesagt, bevor Jake davon geredet hat. Denn, willst du es erzählen? Sag du. Robin hatte technische Pannen, wir haben schon mal aufgenommen hier in etwa eine Stunde. War eigentlich eine recht gute Aufnahme, wie ich fand. Ja. Aber der Robin hat bei Audacity oder irgendwie hat er die Soundaufnahme nicht hinbekommen. Das heißt, ich hätte dann Monologe theoretisch geführt, wenn er das dann so veröffentlicht hätte. Und mich alleine, das hält keiner auf. Ja, das geht nicht, deshalb mussten wir das halt hier nochmal neu machen. Ja. Aber ich muss schon sagen, es ist ein recht interessantes Team. Gerade diese Sprüche von Jake. Die Fetzen, ja. Genau, stellt mal so eine Abwechslung zu Leon da. Ja. Also wir sind hier wahrscheinlich so in, vielleicht in Russland oder auf jeden Fall in Osteuropa. Osteuropa, ja, wo sieht es denn so aus wie hier? Ich habe keine Ahnung, Geografiekenntnisse bei dir. Ja, also eigentlich haben wir schon festgestellt, das ist die Landschaft von Resident Evil 5 mit Schnee halt. Also es erinnert so ein bisschen daran, warum, wissen wir so genau auch nicht.
ist halt so zerfallen. So kommt das Ambiente. Ja. Ja, und natürlich dieses Action-Feeling. So, finde ich ganz gut. Wir eine schicke Frau und. Mann. Ja, und ich spiele wieder die Frau, ja. Das wieder die Frau. Ich habe in der ersten Aufnahme gesagt, könnte so ein Sherry-Ersatz werden. Also die Sherry, die ist mir ganz sympathisch. Und mal sehen, wie es sich entwickelt. Also ich bin gespannt. Auf alle Fälle. Der Sohn von Wesker hier scheint so ein bisschen als Söldner zu arbeiten. Wir werden auch später noch sehen, was so sein größter Antriebsfaktor ist. Ja, können wir viele charakterliche Dinge schließen. So, kommst du? Ich bin jetzt einfach schon mal vorgelaufen. Ja, du lässt hier alle liegen. Ich habe nicht einen einzigen Schuss abgegeben. Ich habe mich irgendwie nur ums Labern gekümmert. Ja, deswegen kann es auch sein, dass unsere Inventare schon etwas gefüllt sind. Ja, wir haben beispielsweise schon die Magnum, die wir überhaupt nicht haben sollten. Gut, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Die bekommen wir ja auch schnell. Ja, und du hast mir beigebracht, wie man zwischen 3 Schuss und 1 Schuss umschalten kann. Kannst du das irgendwie bei dir vorführen? Ne, bei mir ist da keine Option, was ich da umschalten könnte. Also ich habe ja eine Waffe, wenn ihr es jetzt mal seht, ich schieße den Jake 3-mal an, dann kann ich umschalten, dann wird es zu einer ganz normalen 9mm. Also quasi so ein Mix zwischen Uzi oder Uzi und 9mm halt. Jo. Ja, und bin ich praktisch beim Leon wusste ich noch nicht so ganz, wie es geht. Aber da kann man, bei Leon kann man dann zwischen 1 und 2 Pistolen auswählen. Ah ja, sowas, genau. Ja, schon wieder vergessen. Okay, eins noch vorweg. Ich will 200.000 sofort, plus 200, wenn's vorbei ist. Oh, und BOWs kosten extra. Weitere 1.000. Für jede. Ich bin nicht hier, um sie anzuheuern. Was? Was willst du denn? Ihr Blut. Vom Roten Kreuz oder was? Nein, hören Sie, diese Dinger, die uns angegriffen haben, sind mit einem neuen Virus infiziert. Dem C-Virus. Hm? Sie haben sich gerade eine Dosis davon verabreicht. Es hat bei Ihnen nichts bewirkt, weil Sie über Antikörper verfügen. Im Moment kämpfen wir gegen einen globalen Bioterrorismusangriff und wir brauchen dringend einen Impfstoff. Wir brauchen Sie, Jake. Wir brauchen ihr Blut. $50 Millionen. Was? In bar. Nicht verhandelbar. Dafür kriegt ihr eine ganze Flasche. Mensch, wie großzügig. Natürlich. Ja, der Jake. Ich muss ja auch von irgendwas leben. Ja, und ich musste mich jetzt natürlich bemühen, die 50 Millionen aufzutreiben, aber wir werden dazu später was sehen hier, ohne jetzt weiter zu spoilern. Ja, der Jake. Nee, du hast gerade angesetzt mit Reden. Nee, komm. Ist. Okay. Nee, du. Na, okay. Na, jetzt falle ich hier erstmal runter, das ist ja. So, also wenn ich dir jetzt helfe, dann kostet das, ist 1 Million Abzug. Okay, jetzt hast du dich schon selber befreit. So, und solche Sprüche haben wir in den letzten Folgen nur abgelassen. Was ich eigentlich sagen wollte, der Jake, der hat so ein bisschen... Scheinen uns zu erwarten. Wir müssen uns den Weg freischießen. Okay, wir haben keine andere Wahl. Der Jake, der hat so Charaktereigenschaften von seinem Vater. Wer Resident Evil 5 kennt, habt ihr gesehen, die Sprüche von Wesker, die waren schon... Ja, die waren schon manchmal nicht schlecht, also... Gerade auch mal hier dieser Move mit seiner Sonnenbrille. Ja, es war eine Sonnenbrille, genau. Genau, und hier füge ich auch das Ident wieder ein. Das habe ich mir auch schon in der letzten Aufnahme vorgenommen. Das mache ich jetzt auch hier wieder. Das verspreche ich auch hier wieder. Ja, das ist super. So, komm. Also irgendwie kriege ich den gerade nicht... Ja, das ist gerade ein bisschen komisch. Aber Elektroschocker, warte mal. Ja, und das war auch das, der Grund vielleicht für das Feeling. Dennis hat seinen Elektroschocker wieder. Das haben wir jetzt ja noch gar nicht erwähnt, oder? Ja, mein Lieblingsspielzeug aus Resident Evil 5. Stimmt, wir müssen das jetzt mal wieder so ein bisschen... Für uns ist das ja nicht mehr neu, also gucken wir dann mal, wie wir es euch jetzt hier verkaufen, ja, das Let's Play. Und meine zweite Waffe am Anfang ist halt sozusagen der Nahkampf. Also der Jake haben wir ja auch schon im Video gesehen, der ist ganz talentiert darin. Naja, hat ja Blut von Wesker. Und deswegen stoßt er den Virus auch nicht ab. Das Virus oder den Virus? Den sicher, oder? Den. Naja, gucken wir mal nach, oder? Vielleicht auch nicht. Eigentlich nicht. Nee, wir gucken es nicht nach. Na, du wahrscheinlich eher nicht. So.
Ja, das. Danke, dass du das schon. Schön, ich halte schön immer zu dir, also das. Wo oh. meine Bildung gemacht hast hier. Ich habe durchaus einen Duden neben mir stehen, nicht mal einen Viertelmeter entfernt, also. Und wenn du das natürlich gleich. Da kannst du es natürlich auch gleich machen. Aber das ist ja jetzt eher irrelevant. Nee. Dann könnte ich jetzt die Sherry nicht steuern. Ich würde irgendwas sagen, aber jetzt habe ich. Du nimmst ja auch nicht auf. So, joa. So, irgendwo müssen wir jetzt hier wieder Partner arbeiten. So, machen, du musst mich mal ein bisschen beschützen, nicht, dass ich zu viel Blut verliere, dann kann ich auch kein nicht mehr spenden. Ich brauche ein bisschen Schatz. Ja, ich weiß, den habe ich schon. Ah. Ich glaube, das war das. Ist der über einen gesagt? Na klar. Oha. So, stell dich mal vor, die Charaktere hätten nur ein Leben, damit wäre es jetzt gleich jetzt Schluss, oder beziehungsweise bei mir wäre nach einer Folge immer Schlussraum, wenn wir sicherlich ein paar Folgen mehr durchhalten. Naja, also das Szenario hier, da müssten wir wieder mit Leon weitermachen. Oh, oh. Also, helfen? nee, schau ich alleine, also die... Ja, das... Die Leon Aufschlag kannst du nicht verlangen. Wir müssen uns den Weg freischießen. Okay. So, das machen wir jetzt mal ein bisschen schneller hier, das Schießen. Das muss doch zügig gehen, ihr... Also wenn man sich ein bisschen... Deine Nahkampf-Moves, die sind natürlich richtig gut. Ja. Da habe ich auch bekommen, der Tod kommt auf Zehenspitzen. Also wenn man hier ein bisschen schleicht, dann kann man hier auch effektiver ja, Gegner umlegen. Wow, scheiße. Warte. Jawohl. Ja, also ich glaube, wir sollten mal wieder Friendly Fire anmachen. Ich will dich mal mit einem Elektroschocker schlagen, da habe ich richtig Bock drauf. Vergiss es. Sonst hoste, das nächste Mal hoste ich lieber das Spiel, damit das nicht passiert. So, mein guter, ja. Der wäre auch erledigt und... Jetzt müssen wir den Schatz natürlich nochmal holen, weil der nicht gespeichert wurde. Und du bewegst dich ja, mal von der Plattform dann weg, ja, also. Ja. So, eigentlich herrscht am Anfang so vergleichsweise, also zu Leon, ein bisschen Munitionsknappheit. Also, was heißt das für uns, Dennis? Naja, ich muss ein bisschen präziser arbeiten, schätze ich. Und... Also das. Ja. Oder hast du noch was zu sagen? Nö, ich habe gerade gezeigt, was ich zu sagen habe. Ach so, okay. Ich habe es nicht gesehen jetzt. Also. Ja, aber du hast es sicher gehört. Na, du hast geschossen. Du hast wieder gemordet. Also ich habe das ganze Mediz... Moralisch nicht vertretbar, was du jetzt... Na, ich habe aber nicht auf irgendjemand geschossen. Oder auf irgendetwas. Du hast auf den Schatz geschossen. Auf okay. dich. Also, einfach eigentlich... Wir machen mal eine Folge zur Moral. Das liegt mir sehr am Herzen. Ja, das könnten wir mal machen. Ja. So, fährst du mal bitte die Leiter aus? Vielleicht. Das macht dann, wie viel? Von den 50 Millionen jetzt nur noch... Ja. Ach komm, du brauchst das doch sowieso nicht zu bezahlen. Ja, wir wissen es ja noch nicht, wer es bezahlt. Ja, also, gut, das... Wir haben auch nicht weit genug gespielt, um zu sehen, wer das jetzt im Endeffekt bezahlt. Also. Und selbst wenn, würden wir es nicht verraten wollen. Och, bitte nicht. Na komm hoch. Ich glaube, die entwickeln eine gute Freundschaft. Ja, anfangs jetzt erstmal nicht so, aber... Also da geht's jetzt erstmal... Es ist erstmal jetzt so ein pragmatisches Verhältnis, haben wir ja schon irgendwie festgestellt. Ja. Die BSAA hat ein hartes Stück Arbeit vor sich. Und das ist längst nicht alles. Soweit ich weiß, haben meine Auftraggeber einen Panzer am anderen Flussufer. Oh, jetzt kommen wir mit ein paar gut gebaute Männer. Steht vielleicht die Sherry drauf, wenn die Leute nicht so mutiert werden. Aber darüber kann ich nicht. Ja, vor allem hast du nicht, also die BSAA hat ja diese Spritzen ausgeteilt, ne, um das nochmal zu prüfen. Die Antikörper von dem Weskers Sohn hier, Jake. Und, naja, ist ja auch ein bisschen unmoralisch, dass die anderen von ihm infiziert, ne? Pech. Das war jetzt keine gute Antwort, wo du drauf eingehen hättest können, oder? Naja. Nicht wirklich. Man hätte es, wenn du jetzt das hinterfragst, dann hätte ich nochmal beweisen können. Also, ich weiß es nicht genau, aber so hätte ich das jetzt interpretiert, weil die Sherry kam ja sofort an. Hat geschaut, ob er, sage ich mal, noch als Mensch lebt. Ja, keine Ahnung, wie die Verteilung der Spritzen jetzt war. So, jetzt muss ich wieder alleine hier hoch.
Vielleicht erfahren wir darüber noch mehr. Also wir wissen ja jetzt noch nicht viel hier über die beiden. Auch wie weit wir jetzt gezockt haben, wissen wir es noch nicht. Und also wir hatten das erste Kapitel noch nicht geschafft. Aber wir hatten schon einen richtig schönen Gegner, also da freue ich mich auf alle Fälle schon mal. Oh, ja. Wird richtig lustig, Leute. Und jetzt kommt dort ein Heli, ist das ein Gegner? Ich bin keins dieser verdammten Monster, ihr Schwachköpfe. Ja, und jetzt schießt wieder die BSA auf mich, weil die denkt, ich wäre infiziert. Aber so, das, dem ist nicht so. Auch wenn die ganze Einheit und auch ich eigentlich die Dosis verabreicht bekommen hat. Ja, bin ich kein Monster, wie er es ausdrückt. Nee, denn du verträgst ja den Virus. Das ist super. Gut so. Wesker konnte ihn auch zu seinen Gunsten einsetzen, den Virus auch. Aber auch wenn er dann eine Schwachstelle hatte, und zwar diese Spritzen, die er sich dann gegen regelmäßig Infusionen verabreichen musste. Das stimmt, ansonsten hat er nicht mehr gewirkt, aber wenn die einmal hier mutiert sind, die Zombies, die verwandeln sich nicht zurück. Nee. Oh, da oben ist einer am am Geschütz, aber Kampf oder Flucht. Einfach rennen jetzt hier. Es sind viel zu viele. Jo. Deshalb hier schnell zur Tür und tschüss. Das letzte Mal war das dramatisch, also. Das stimmt. Da war ich ein bisschen. Hing ich ein bisschen zurück, war ein bisschen bummelig. Und dann war es auch kritischer. Ja, jetzt schaffen wir mehr in unseren Folgen so. Wir packen ja richtig schön rein. Aber du machst doch gleich wieder Abmoderation, oder? Musst doch gleich wieder Spielverderber sein. Genau, ist eigentlich so. Naja, ich hab die Uhr, du könntest sie ja eigentlich auch mal stellen, dann weißt du ungefähr. Achso, doch, ich hab sie vor mir. Kann ich so einen Alarm einstellen, dann macht's piep piep. Okay, wohin? Okay, wir nehmen deinen Plan.